Okay, machen wir weiter mit Minecraft Dungeons und ich habe noch ein paar Bonusmissionen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Unter anderem den Schlosskeller. Ich zeige euch unten links jetzt, wie man den freischaltet. Es gibt noch zwei andere Orte, dazu bin ich noch nicht gekommen. Die machen wir, sobald die Zeit reif dafür ist. Es ist abnormal schwierig, die zwei Orte freizuschalten, weil es unglaublich zufällig passieren kann. Und beim Kellergeschoss ist es halt eben so, dass es immer an der gleichen Stelle ist. Dort gibt es keine prozentuale Wahrscheinlichkeit. Starten wir unser Abenteuer. Im Kellergeschoss. Wir haben sogar zwei neue Items, die wir bekommen, neben der Seelenlaterne und dem Feuerwerkspfeil. Wild. Wild einfach nur. Gut. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann mit dem DLC weiter, wenn nichts kommen sollte. Es werden immer so Mikroprojekte. Ich unterteile DLCs sehr unterschiedlich auf meinem Kanal. Wunderbar. Ich habe heute übrigens Neuigkeiten. Oh, holy sheesh. Ihr seid ein bisschen stärker als die Dullis, die ich vorhin besiegt habe. Aber okay. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Lol. Sind wir jetzt eigentlich schon im Keller, oder? Ah, wir sind schon im Kellergeschoss, alles klar. Habe ich schon gesagt, dass ich die Gemälde cool finde. Aber wir brauchen ein anderes Item. Ich habe hier noch so eine Feder bekommen. Oh mein Gott, die können wir verwerten eigentlich. Wir können wieder so viel verwerten. Ah! Den langen Bogen auch, genauso wie den hier. Dann können wir den Schmutz hier noch wegwerfen. Und den Rotz direkt hinterher. Genauso wie das. Verdammten Armbrust. Die hört sich auch gut an. Aber wenn sie keinen Flächenschaden machen sollte, bin ich nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den höheren Schwierigkeitsgrad schon eingestellt habe. Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich noch zu schwach für den aktuell. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein höheres Level für das, was im DLC auf uns zukommt. Deswegen ist es gut, dass wir die ganzen Nebenmissionen aktuell noch machen. Und hier sieht man den Erzpillager. Passiert da irgendwas, wenn man da nah dran geht? Nö. Genau, wir wollten... Warte mal. Hier stimmt doch was nicht. Die Artefakte nämlich. Schon besser. Wunderbar, ab in den Keller. Was gibt's hier alles? Null Geheimnisse und null geöffnete Truhen. Alles klar. Neues Ziel, erkunde den Keller. Werden wir machen. Oh. Sieht interessant aus. Hier haben wir schon eine Sackgasse. Ich wüsste gar nicht, wo wir hingehen. Also Ziel ist direkt unter uns. Da brauchen wir einen blauen Schlüssel für. Die Frage ist, wo ist der? Hier kommen wir schon nicht mehr weiter. Okay, dann müssen wir hier lang. Der Schneeball hat jetzt die Spinne getroffen. Der ist total praktisch. Ist ja schon wieder ein neuer da. Das geht verdammt schnell. Gefällt mir. So. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht verbrannt werden. Wunderbar. Und hier ist sogar noch Fallen und alles Mögliche. Wir müssen uns hier irgendeinen schnellen Weg merken. Da ist der Schlüssel. Okay, was kommt jetzt hier? Aktuell nur Schmutz. Oder wir brennen einfach alles nieder. Ich glaube, das ist die beste Taktik, die man hier haben kann.
Angeblich ist der Seelenbogen noch richtig gut. Oh Gott. Oder dieser Köcher der Pein, wie auch immer der heißt. Den ziehen wir uns dann auch noch früher oder später rein. So, Bruder, du kommst mal mit. Und wir laufen einfach an den ganzen Fallen vorbei. Egal, was auf uns zukommt. Hier können wir sogar noch abkürzen. Ganz wild. Aber wir sehen im Keller halt nichts. Bis gar nichts. Okay, das war auch ein unnötiger Weg. Also man darf dem Navi nicht immer vertrauen. Neues Ziel erkunden, okay. Was auch immer hier auf uns wartet. Ein Hammer? Nein, ein Großhammer. Nichts Besonderes eigentlich. Aber trotzdem gut, dass wir das haben. Okay, hier laufen verzauberte Zombies rum. Die nehmen wir alle mit. Okay, das ist eine krasse Verzauberung. Mit dem lila Feuer. Weil es extrem viel Schaden macht. Hier ist zu Ende? Tatsächlich. Okay, dann sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Mal gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Der Dulli geht erstmal weg. Ich sollte öfters mit der Rolle spielen. Ich glaube, ich spiele das Spiel noch ein bisschen falsch. Also ist so meine Vermutung. Und ich frage mich, was uns im Keller erwartet. Sklaven. 75 Jungfrauen, wir wissen es nicht. Oh Gott. Ah ne, das war was anderes. Lol. Oh, der Boden hier gefällt mir. Coole Blöcke, die hier zum Einsatz kommen auf jeden Fall. Es passt alles. Okay, was ist hier? Hier ist nichts außer eine Falle. Ist es ein Hinterhalt? Warum spawnt hier so viel? Okay. Wunderbar. Ich habe keinen Plan, warum hier so viel spawnt, aber okay. Kann ich mitleben? Ist er gerade an der Falle gestorben? Lol. Ja, come on. Hier haben wir auch nichts. Wo müssen wir lang? Da oben ist noch ein größerer Raum. Nach langer Zeit mal wieder ein Pillager. Hier sind viel mehr Untote. Okay. Das Coole ist, mit der Lanze kann man halt auch durch Wände hauen und das ist anders OP. Und sie macht ein bisschen, also begrenzt macht sie Flächenschaden. Das finde ich auch noch cool. Wo muss ich hin? Da vorne war eine Tür? Lol. Was? Okay, komm.
Gehen wir halt nochmal zurück. Zack. Zack. Die Katakomben gefallen mir tatsächlich. Das war ein anderer Ausgang als dort. Alles klar. Okay. Verlasse die vergessene Halle. So vergessen kann sie gar nicht sein. Wenn hier so viele Dudes rum sind. Oder rumschwirren. Aber bevor wir die vergessene Halle verlassen, suchen wir hier erstmal einen Schalter. Der nicht vorhanden ist. Wie kommen wir jetzt da wieder hin? Ich glaube, da ist irgendwo eine Druckplatte oder so. Oder irgendwo muss ein Schalter sein. Waren wir den Schalter von gerade eben aktiviert hier? Ich sehe aktuell keinen. Aber ist anscheinend nicht so wichtig, so wie es aussieht. Vielleicht werden wir irgendwas anderes sammeln. Okay. Wunderbar. Dann haben wir die nächste Nebenmission beendet. Wir schaffen gleich nochmal eine wahrscheinlich. Aber ich muss das Zeug erstmal freischalten. Es ist echt mühsam. Der Schmied hat zudem irgendwas Neues. Oh, wir können zwei Sachen aufwerten. Cool. Dann würde ich tatsächlich meinen Schwerkrafthammer aufwerten. Den Wahrheitssucher nehmen wir mal wieder mit. Hat mittlerweile eine Kraft von 31. Ist cool. Was war das? Okay. Mein Körper macht komische Sachen. Und da wir das... Okay, der raucht an seiner Bong. Ich weiß auch nicht. Werten wir den Schwerkrafthammer auf, weil ich den cool finde. Und... Dann können wir gleichzeitig noch die Lanze hier aufwerten. Oder den Bogen. Ich würde sogar das Outfit aufwerten. Um ehrlich zu sein. Weil das ist nicht mehr up to date. Wunderbar. Dann haben wir jetzt das. Blitzeinschlag und Dynamo ist auch dabei. Finde ich aber tatsächlich nicht so krass. Aber wir hätten den aufwerten sollen. Okay, wir haben keine gescheite Rüstung mehr. Schade. Wie viel haben wir jetzt? 11. Machen wir das doch am besten so. Und Blitzeinschlag haben wir schon alles. Und erhöhen nochmal die Betäubung. Also unsere Lanze ist jetzt richtig krass. Wir können sie gerade mal austesten. Ja, die brezelt schon. Gefällt mir. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission. Ich blende dann wieder ein, wie wir die freischalten müssen. Wir müssen entweder den Sumpf machen oder die Kürbisweiden. Bis gleich. Nach einer halben Stunde, verteilt auf 3 Tage, habe ich sie endlich freigeschaltet. Die matschige Höhle, wunderbar. Ich weine. Es ist echt... Ohne Worte. Ich sage am besten gar nichts. Ich gehe dazu keinen Kommentar ab. Es ist echt... Oh Gott. Gut, wir sind in der matschigen Höhle und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Musik ist gut. Ich habe wieder ein bisschen anderes Zeug ausgerüstet. Bin auch wieder ein bisschen gelevelt. Ich glaube 4 Level oder so. Also es ist echt abnormal, wie hart ich gelevelt bin. Im Gegensatz zu den... Oder im Gegensatz zu der Aufnahme davor, es ist ohne Worte. Wie schon gesagt, man braucht richtig Glück und es ist einfach nur Schmutz. Ich frage mich, warum Mojang die Art von Freischalten benutzt. Gibt es auch in anderen Spielen, aber in der ist es am nervigsten, meiner Meinung nach. Vor allem, weil die Level so lange gehen. Ohne Witz, ich habe den Sumpf 20 Mal durchgespielt. So, wunderbar. Und Barrel Roll.
Oder wie heißt es, was Fox immer macht? Oh Gott, mein Englisch ist wieder on the top. Oh Gott. Alles niederbrennen. Wunderbar. Bisher aber, ohne Witz, kein Unterschied zum normalen Level. Meiner Meinung nach. Weil anscheinend sollten wir jetzt in der Höhle sein, sind wir aber nicht. Ah, jetzt kommen wir in die Höhle. Erkunde die Ruinen, okay. Cool. Oh, wir sind richtig low. Erstmal heilen. Oh Gott. Wunderbar. Ist das Level so klein? Das wäre jetzt eine abnormale Enttäuschung. Also wenn es jetzt vorbei ist... Das war's schon? Das war die matschige Höhle? Okay, cool. Wir haben hier nicht mal wirklich Gegner. Warte mal, da vorne ist ein Gitter. Also hier kommt auf jeden Fall ein Hinterhalt auf uns zu. Ja, war klar. Die Frage ist, wo? Ah, hier unten. Okay, aber keine Herausforderung für uns. Absolut keine Herausforderung. Die werden alle weggebrezelt aufs Feinste. Auch die hier. Ich finde die Hexen so mühsam. Es sind mitunter die schlimmsten Gegner. So, dann machen wir hier nochmal eine Rolle. Ich finde die Rolle extrem praktisch bei dem Outfit. Wir haben jetzt übrigens wieder die Fledermaus. Weil ich sie doch ziemlich effektiv finde. Besser als den Hund. Ich glaube, den Hund werden wir jetzt so langsam mal ersetzen. Weil der geht mir immer zu schnell drauf. Okay, was ist das? Was? Okay. Alles klar, ein Rätsel. Ein Redstone-Rätsel, so wie es aussieht. Wunderbar. Okay. Ach du Heilige. Ah ne, warte mal. Alles klar, jetzt müssen wir hier rein. Okay. Und das gleiche Spiel nochmal spielen. Ja, schade. Also ich habe sogar offscreen geschafft, mich festzubuggen. Und musste deswegen einmal sogar ein Level beenden. Ich frage mich bis heute, warum sie das so gelöst haben. Weil für Let's Player ist das übelst der Nachteil. Ich weiß, es soll nicht so einfach sein und so. Aber man kann schon ein bisschen an Let's Player denken, oder? Ich meine, Minecraft wurde dadurch groß. Okay, wie waren da die Regeln? Alles klar. Ist hier noch was? Sieht nicht danach aus. Okay. Dann sollten wir hier durch können. Und hier haben wir einen Jagdbogen. Und ziemlich viel Esmeraldos. Nehme ich mit. Esmeraldos gehen immer. Wieso kannst du jetzt nicht gerade auslaufen? Ah, alles klar. Okay. Mir gefällt die Höhle tatsächlich. Das war's schon? Kehre zum Boot zurück. Als ob. Okay, was zur Hölle? Ich habe 3 Tage gebraucht, um das Level freizuschalten. Und das ist alles, was ich bekomme? Nein. Nein. Mojang, what the hell? Enttäuschungslevel 180%.
geschäftiges Nest. Bienenliebhaber und Freunde sind gleichermaßen Fans des geschäftigen Nestes oder was? Okay. Ist es immerhin ein geiles Artefakt? Ja, warte mal. Okay, cool. Kann man das auch zu sich holen oder kann man das nur so positionieren? Und wenn das jetzt außerhalb vom Bild ist, kann man das auch nur... Hä? Ah ja. Okay, dann gucken wir uns tatsächlich noch das letzte Level an. Für heute. Oh mein Gott. Ich bin gerade anders enttäuscht. Enttäuschungsgrad ist auf 800 gefühlt. Wow. Ohne Worte. 2 Stunden habe ich jetzt gebraucht, um den Erzhafen freizuschalten. Ihr seht das Video wie immer unten links. Holy shit. Ich bin jetzt so froh, dass ich das verdammte Secret gefunden habe. Wir spielen noch ein letztes Mal Standard, weil wir noch alles im Heldenmodus durchspielen müssen. Warum? Zeige ich euch im nächsten Part. Oh mein Gott. Als kleiner Tipp, es ist die schwerste freizuschaltende Map. Und wenn ihr das schnell freischalten wollt, vergesst es. Nehmt euch Zeit. Holt euch 2, 3 Tüten Chips, weil, ja. Bis ihr das Zeug freigeschaltet habt, dann ist Weihnachten. Es dauert echt lang. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang dauert. Es ist, ihr müsst so ein random Boot finden. Die beste Taktik hierbei ist es, immer bis vor die Mauer zu laufen und dann die Abzweigung abzulaufen und die Mauer nie zu überqueren. Es sagen euch so viele YouTuber nicht. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, die sowas erklären. Es sind komplette Losties. Ich hoffe, ich konnte es jetzt so einfach wie möglich erklären. Ihr müsst auf die Mission, auf die Geheimnisse unten gucken. Und wenn ihr das einhaltet, also Geheimnisse und nie über die Mauer drüber, dann schaltet ihr das Zeug viel schneller frei als bei den Tricks und Tipps, die euch andere YouTuber geben. Okay. Kann man da rein? Oh! Wild. Der macht eine Ein-Mann-Party. Ich habe auch immer den Schuh ausgerüstet, anstatt die Pfeile. Weil ich einfach vorankommen wollte. Es ist echt... Okay, ist hier was? Hier ist ein langer Weg. Und so ein Inselfeeling hatten wir bisher noch nicht. Kommen wir auf das normale Gameplay zurück. Was ist hier? Ah, alles klar. Ich habe auch ein Diamantschwert bekommen mit Power 40 oder so. Das hat mich dann auch noch total überrascht. Hier ist mal wieder absolut gar nichts. Wunderbar. Ja gut, gucken wir, dass wir das Level abschließen. Es dauert nicht lang. Aber ist cool aufgebaut. Und die Musik gefällt mir auch. Mich hat das Haus vorhin irritiert. Lol. Auf was das wohl ein Hinweis ist. Ist es Tropenholz am Boden? Nee, es ist Akazie, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Also man bekommt hier tatsächlich was geboten. Wir haben hier so ein kleines Dorf. Erinnert mich ein bisschen an Pirates of the Caribbean. Ah, Karibik wäre halt auch mal was. Ich war noch nie in der Karibik. Finde alle Zaubersprüche. Ah ja. Können wir jetzt zum Magier werden, oder? Was geht ab? Ah, jetzt guckt euch mal die Waffe an, die ich habe. Sie macht Brandschaden, Giftschaden und wir sind fast tot. Und wir haben eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, eine Biene zu spawnen.
Deswegen habe ich unsere Lanze aktuell weggemacht. Versucht Mojang hier im Hintergrund eine Pirates of the Caribbean Mucke nachzumachen. Und ich finde, also so nebenbei, ich finde die Bienen so besser, also wenn sie spawnen, wenn du Leute tötest, als dafür extra einen Perk auszugeben. Also das hier unten sind Perks. Erreiche die Höhle, alles klar. Können wir mit unseren Highspeed-Schuhen. Da hätte ich gern aber auch noch bessere. Weil ich habe jetzt gemerkt, dass es noch zu wenig ist. Der Part wird vermutlich erst 5-6 Tage später kommen. Ich werde vermutlich erst alle DLCs spielen, bevor wir hier... bevor ich das hier jetzt upload. Aber schön, dass ich jetzt fast alles habe. Wunderbar. Immerhin haben wir alle Karten. So, wo müssen wir hin? Oh, das gefällt mir. Finde einen anderen Ausgang. Okay. Ich vergesse immer, dass wir noch unseren Elektro-Rollen-Dingsbums haben. Ist es der Ausgang? Tatsächlich. Wow, cooles Level. Aber viel zu kurz. Den Schaman noch töten? Oh je. Das war's? Wunderbar. Okay. Jetzt sollten wir Zeug freigeschaltet haben. Wir haben den Erz-Illager, wir haben jede einzelne Karte, wir haben noch nicht alle Items. Was verständlich ist, weil manche Level haben wir nur einmal durchspielen müssen, andere 20, 30 Mal, so wie jetzt das Kürbisfeld. Oh Gott. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Gut, holen wir noch Zeug bei unserem Schmied ab. Da ist der Hammer wieder fertig. Mit einer Kraft von 41. Ganz wild. Und ich würde gerne die Lanze einreichen und aufwerten. Gut, dann können wir hier die Verbrennung nochmal hochheben, dass wir hier ein bisschen besser ausgerüstet sind. Und ich kann euch jetzt gerade noch das Secret zeigen. Wir können jetzt nämlich hier rüber und hier rüber und haben hier ein verstecktes Gebiet in der Lobby freigeschaltet. Hier haben wir eine Truhe mit einem Netherportal. Vielleicht hat es in Zukunft noch irgendwelche Bedeutung. Wir warten einfach mal ab. Da fehlen noch zwei Obsidian-Blöcke. Also ist kurz davor, vollendet zu werden. Zudem können wir jetzt hier langlaufen. Und hier hat es nochmal ein verstecktes Gebiet. So wie eine Hängebrücke. Nö. Was haben wir hier? Hier haben wir gruselige Bilder. Tatsächlich, mit denen wir nichts machen können. Ich meine, guckt euch das an. Sind es die Entwickler? Ich glaube, das sind die Entwickler. Und hier haben wir einen Hund, der Blut... Ist es eine Schlange? Ist der Hund tot? Oder was? Sind es verschiedene Biome? Es ist ein sehr gruseliger Ort. Und ich nehme das wieder um 4 Uhr morgens auf. Heißt... Ich habe jetzt wieder dementsprechend Schiss. Was haben wir jetzt hier? Ah ja. Ich würde sagen, das ist dann unsere nächste Mission. Hier alles zu finden. Das Ding ist, das sind Runen. Die gibt es in jedem Level. Die müssen wir alle nochmal finden. Das heißt, wir dürfen jedes Level nochmal durchspielen. Auf dem nächsten Schwierigkeitsmodus. Ich glaube, es ist Abenteuer. Und ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Da schalten wir nämlich noch ein Bonuslevel frei. Ich habe mich da ein bisschen spoilern lassen, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Im nächsten Part sammeln wir in dem Fall Runen. Das dauert wieder ein bisschen, bis der hochgeladen wird, weil es echt nicht ohne ist und ich jetzt 4 Stunden lang
eine Mission durchgespielt habe. Ich glaube, wenn ich noch einmal die Kürbisfelder betrete, dann muss ich in die Klapse. Schalten wir eigentlich was Neues in dem Haus frei? Irgendwie? Oh, hier ist was. Seht ihr das Rote hier? War das schon immer so? Die Wüste war auch noch nie da, oder? Naja, vielleicht schalten wir hier auch noch irgendwas frei. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich die Lobby verändert. Je weiter wir in der Story vorankommen. Gut. In dem Fall. Bis zum nächsten Part. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst mir zu. Tschüss und bis bald.